Willkommen im falschen Film. Neues vom Menschenverstand in sehr hysterischen Zeiten. So lautet der Titel des neuen Buches von Bestsellerautorin und Star-Kabarettistin Monika Gruber. An vielen Ecken und Enden dieser Welt gibt es Kriege, es herrschen überall Krisen. Und in Deutschland wird hin und wieder auch über Wärmepumpen diskutiert. Über Woke wird auch viel debattiert. Notorische PS-Protzer gibt es auch noch als Thema. Und hin und wieder überraschen uns auch weltfremde Politiker mit irgendwelchen Aussagen. Und genau darüber macht sich Monika Gruber viele Gedanken. Daraus ist ein Buch entstanden und jetzt ist sie bei uns. Schönen guten Morgen, Monika. Servus, Chris. Hallo. Wann hast du gesagt, ich bin im falschen Film? Wann war der Morgen? Ach, wann war der Morgen? Es ist so schleichend gegangen. Ja. Wo ich mir gedacht habe, irgendwie habe ich das Gefühl, es läuft einiges schief in Deutschland, wir setzen die falschen Schwerpunkte. Also zum einen hat ein Schweizer Freund von mir mal gesagt, Monika, ich muss ganz ehrlich sagen, also es ist ganz noch langsamer geredet, wir haben ja immer schon unsere Probleme gehabt mit euch Deutschen, aber jetzt verstehen wir euch gar nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, ja, er hat ein bisschen recht, weil wenn du liest, zum Beispiel, Freundin hat mir neulich geschrieben, dass bei ihr in der Schule ihres Sohnes die Bundesjugendspiele abgeschafft werden sollen. Ja. Und so Geschichten. Weil wir sind in einer Leistungsgesellschaft, Freunde. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ich war immer scheiße im Sport. Ich habe beim Weitsprung habe ich den scheiß Sandkasten durchpflügt und zwar nach unten. Ja, der Druck also, war groß, muss man sagen. Völkerball. Ich war immer diejenige, die draußen gestanden ist und nicht in die Mannschaft gewählt wurde. Und ich habe es auch überstanden. Und ich habe trotzdem, ich glaube, ein Kind braucht auch diesen Wettbewerb. Das schadet dem nichts. Wir kommen im wahren Leben, sage ich zum Beispiel. Im Prinzip geht es dir darum, dass von überall genau diese Themen, Bundesjugendspiele, wir haben es ja gerade eben schon gesagt, die Heizungsdebatte war ein Riesenthema. Dann hast du Menschen, die sich über Autos aufregen. Oder jetzt, wir haben über Personalnotstand. Rede mit irgendjemand, rede mit jemand, der ein Friseurgeschäft hat, ein Bäcker, Metzger, was auch immer. Jeder Laden sagt, ich kriege kein Personal, ich kriege kein Personal. Mhm. Was ist die Konsequenz unserer Regierung? Wir setzen das Bürgergeld drauf. Ich bin gestern mit jemandem im Taxi gefahren. Ich sage jetzt nicht, wer es war ein Bundestagsabgeordneter. Und der hat dann gesagt, weil ich gesagt habe, ich kenne das jetzt aus meinem Umfeld, dass die Leute sagen, ich kriege kein Personal, weil die zum Beispiel Bürgergeld beziehen, die wollen dann nur noch schwarz arbeiten nebenbei. Ja. Dann sagt er, es geht mir auch so, mein Wahlkampfbüro, ich suche eine Putzfrau seit Monaten und die wollen alle nur schwarz bezahlt werden, weil sie Bürgergeld beziehen. Kinder, dann müssen wir irgendwie den Anreiz schaffen, dass die Leute wieder Bock haben zu arbeiten. Und ich habe auch noch die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, weil es klingt jetzt immer alles so negativ und die Gruberin beschwert sich immer was. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, ich war völlig begeistert, ich weiß nicht, wie es dir ging, von der U17 Fußball. Wir sind Weltmeister geworden. Die Burschen waren großartig und da stehen die da beim Endspiel stehend K.O. Und du hast gemerkt, 90% Luftfeuchtigkeit, die waren wirklich am Anschlag und kämpfen bis zum Umfall. Ja, das sind's doch die deutschen Tugenden. Was reden wir eigentlich? Das war doch großartig. Also ich war wirklich hin und weg. Wann hast du's, also du gehst ja deine Dinge als Kabarettistin logischerweise qua Beruf mit sehr viel Humor an. Wann hast du auch, ich habe mir mal dein Instagram... Und sehr viel Bitterkeit in meinem Alter. Ich habe mir mal dein Instagram-Kanal angeguckt. Du beschäftigst dich ja doch durchaus auch mit sehr anstrengenden Themen, mit sehr kontroversen Wechseljahre meinst du jetzt? Das kann sein, ja. Also. So kann man es auch nennen. Wann hast du gesagt, okay, ich möchte zu diesen Themen unbedingt was sagen und auch egal, wenn es sozusagen gegenteilige Meinungen gibt? Ja, aber das ist ja gut, es soll ja gegenteilige Meinungen geben. Es muss nicht jeder meiner Meinung sein, Gottes Willen. Ich möchte einfach so einen Diskurs anregen, dass man wieder in ein Gespräch kommt. Weißt, wir reden miteinander, wir können gut miteinander, obwohl wir vielleicht in vielen Dingen nicht einer Meinung sein. Und ich finde, das ist wichtig, dass man nicht gleich den anderen in irgendein Eck schiebt, sondern einfach mal zuhört. Ich finde, das ist in den letzten Monaten, Jahren zu kurz gekommen, dass man einfach mal sagt, gut, der andere hat einfach nur eine andere Meinung, egal aus welchem Eck er kommt, wurscht, egal, ich höre mir einfach an, was er zu sagen hat. Und diese, jeder kriegt immer gleich Schnappatmung, jeder fühlt sich immer gleich verletzt und jeder ist immer gleich, ach, und da fühle ich mich ein Ding. Und wenn man denkt, seit wann sind wir alle so hypersensibel, so hysterisch? Wir haben da heute Morgen viel drüber diskutiert, woran das denn tatsächlich liegt. Und wir sind irgendwie so zu der Erkenntnis gekommen, dass es vielleicht einfach früher genauso war, nur dass die Möglichkeit jetzt einfach besteht, dass durch Social Media auch die Meinungen einfach schneller auf irgendeine Plattform geteilt sind und sich deswegen einfach auch die Menge an Meinung extrem vermehrt hat, zumindest die veröffentlichte. Absolut. Ja. Und natürlich dann Leute, die ihren Dreck anonym dann veröffentlichen und Diskussionen anfachen, auch auf einem Level, wo man sagt, das möchte ich nicht. Also ich bin, egal welcher Meinung man ist, also ich bin immer ein Fan davon, das Ganze mit Respekt zu tun und ohne Hass. Mhm. Und heute ist mir zu viel Hass unterwegs. Und das ist auch eine Message bis Weihnachten. Bitte respektiert euch und geht
wenn nicht liebevoll, aber respektvoll miteinander um. Ja. Und im Zweifel hat der andere einfach eine andere Meinung. Aber den anderen sofort zu diffamieren, zu diskreditieren, das mag ich, das geht mir gegen meine Erziehung. Ja, das finde ich genau richtig. Du hast auch sehr viel Zuspruch für unser erstes Gespräch heute Morgen bekommen. Endlich sagst du mal eine. Ja. Ja, auch wenn ich ja insbesondere im ersten Gespräch hier und da anderer Meinung war. Aber genau hast du ja gerade gesagt, darum geht's. Aber ich hoffe, dass diese Anstrengung, die du aufbringst, um all diese Themen zu besprechen, mit viel Humor auch angehst, nicht der Grund sind, weswegen du aufhörst oder mit dem auf der Bühne stehen. Nee, das ist eher die Angst, dass ich denke, ich möchte nicht an einen Punkt kommen, wo die Leute irgendwann im Publikum unten sitzen und sie denken, ja, was ist denn jetzt mit der Gruberin los? Früher war sie lustiger oder inspirierter oder charmanter und jetzt wiederholt. Man merkt das selber nicht, wenn man sich selber wiederholt. Ja. Man muss sich ja immer ein bisschen weiterentwickeln. Und ich habe immer so Angst, dass ich mir selber, ich bin so leicht senile Tendenzen schon, was glaube ich an den Wechseljahren oder an meinem Alkoholkonsum, ich weiß es nicht. Dass ich mir denke, eine Mischung aus allem, alkoholbedingte Demenz, dass ich mir denke, man merkt selber nicht. Wenn man keine Leute hat, die im Umfeld es gut meinen und sagen, du, habe ich Gott sei Dank noch immer Leute, die sagen, das hat mir nicht so gut gefallen oder da bin ich nicht deiner Meinung oder das hat mir früher besser gefallen. Wenn man das nicht hat, dann habe ich immer Angst, dass ich irgendwann an dem Punkt stehe, wo ich denke, jetzt werde ich so ein bisschen zu meiner eigenen Karte. Aber du gehst noch mal auf Tour. Ich bin gerade auf Tour. Morgen wieder in Bamberg und Aschaffenburg. So. Und ich komme sogar nach Berlin und bin so ein bisschen deutschlandweit nächstes Jahr. Termine auf deinem Instagram-Kanal? Steht auf der Website. Super. Und bis dahin können Sie auf jeden Fall mal reinlesen in deinem oder in eurem neuen Buch zusammen mit Andreas Hockersus geschrieben, Willkommen im falschen Film. Und ich könnte mir vorstellen, die eine Lösung, die wir vielleicht anbieten können, ist der Humor. Immer. Vielen und Dank. Humor ist da, wo der Spaß aufhört. Da fängt Humor an. Vielen Dank, Monika. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.